Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Muni und bin wirklich froh, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte euch aber trotzdem noch unbedingt etwas zeigen, denn hier hing ja immer ein Hochzeitsbild über dem Bett. Ihr könnt euch ja daran erinnern, denke ich mal. Das habe ich umgehängt und zwar hierhin. Schaut mal, wen sehen wir nicht auf diesem Bild? Der liebe Tim ist einfach mal hinter dem Spiegel verschwunden. Alice fand das Bild so schön, weil sie war ja wirklich eine wunderhübsche Braut. Lilly war wunderschön an dem Tag und die Zwillinge erst, die waren alle wunderschön. Und deswegen wollte sie, ja, das Bild nicht wegschmeißen und so. Es ist hinterm Spiegel gelandet, damit Tim verdeckt ist. So, und ich werde jetzt hier ein Dings kaufen. Wenn ich wüsste, wo. Ich weiß nämlich nie, wo ich das kaufen soll. Ich glaube hier Lotterie loskaufen, genau. Und das gleiche mache ich dann auch mit... Kann ich mit ihren Lotterie loskaufen? Wie scheint nicht, ne? Okay, dann werde ich mit ihr kein loskaufen. Schade. Das wäre toll gewesen, wenn ich mit den beiden jetzt ein Los hätte kaufen können. So, was machst du? Du bist im Bad und, ja, keine Ahnung, wie wär's denn hier mit irgendwas Reste futtern oder so? Geht das? Ja, du hast hier noch Reste im Kühlschrank. Mach das mal bitte. Und du kannst nicht, ne? Ignoriert diese Tradition, weil Teenager. Okay, dann steh doch aber auch auf, meine Süße, und nimm dir hier ein paar Reste aus dem Kühlschrank. Und wenn du dann gegessen hast, ach nee, dann musst du ins Bad. Sonst hätte ich dich nämlich nochmal mit dem Staubsauger hier durch die Wohnung geschickt. Eine kurze Dusche, perfekt. Aber erstmal wird was gefuttert. Etwas zwischen die Zähne, das brauchen wir ganz dringend. Och, dieses Dings hier nervt auch schon irgendwie. Und ja, Alice muss in einer Stunde bei der Arbeit sein und Ava in der Schule. Es tut mir leid, die Folgen werden ein bisschen langweilig werden, vermutlich. Aber ich denke ja immer irgendwie, dass alle Folgen langweilig sind von mir. Und bin deshalb sehr, sehr froh, dass wirklich doch ein paar meine Folgen doch sehr, sehr gerne schauen. Und ja, auch mir immer ganz liebe Kommentare da lassen und Daumen nach oben. Danke noch einmal dafür. Und was mache ich jetzt? Was wollte ich tun? Genau so. Und ich wollte aber noch irgendwas sagen. Ich habe es vergessen. Ja, ich möchte nämlich unbedingt mit Alice hier die Logikfähigkeit voll bekommen, damit wir endlich noch befördert werden. Und ja, das geht aber nur, wenn ich hier mit ihr zu Hause rumhänge. Weil ansonsten macht sie, was sie will. Und das heißt nicht das, was sie soll. Wartet, ich muss jetzt hier noch ein paar Reste oder muss ich mir was... Ich packe mir was ein. Wie viel Uhr? Ja, wir machen das anders. Ich werde jetzt hier den Kühlschrank öffnen. Genau, du nimmst dir jetzt nichts zu essen. Das stelle ich auf den Tisch. Und nein, hier vorne hin. Und du packst dir das in ein Lunchpaket. Ach, Mist. Oh, Hausaufgaben hat sie keine gemacht und... Oje, oje. Wir sind wieder ganz stark unterwegs, meine Lieben, muss ich sagen. Wir passen wieder nicht auf die Hausaufgaben und so. Naja, was soll's. Hier, ich glaube, das ist der Markus, genau. Der ist auch zum Teenager gealtert. Hallo. Und weg ist er zur Schule. Du gehst jetzt zur Arbeit und du auch zur Schule. Och, sie braucht was. Er braucht was zu essen. Ach komm, von einem Tag jetzt wird ihm nichts passieren. Also, er hat vorhin gefressen und die Schüssel wurde leer. Also er stirbt jetzt hier nicht den Hungertod, auch wenn er sich so anhört, ne? Alice, was los? Ach, ihr hinkt hier gerade ein bisschen rum, okay. Ich räume dann mal die Teller für euch weg, bitteschön. So, und wir sehen uns dann bald zurück. Ava ist wieder zu Hause, hat Boos Schüssel hier schon gefüllt und er hat sie schon leer gefuttert. Und wie ihr sehen könnt, hat sie jemanden aus der Schule mit nach Hause gebracht. Hallo, Cameron. Das ist ein Teenager, der wurde mir ja von der lieben Sandra erstellt. Und die beiden werden jetzt hier einfach mal ein bisschen... Ja, ihr könnt zwar hier über die Lotterie singen, aber es bringt euch ja nicht viel, ne? Denn ihr dürft ja nicht mitspielen und das ist auch gut so. Eigentlich finde ich das wirklich gut, ne? Im realen Leben sollen Kinder und Teenager auch wirklich noch nichts mit
Geldspielen zu tun haben, finde ich, weil das ist halt einfach besser. Hier kannst du die Schüssel füllen und Alice ist auch wieder zu Hause und hat Geld mit nach Hause gebracht. Juhu! Und das nicht wenig. Und du kannst jetzt bitte, 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 bitte hier weiter Logik lernen. Und deswegen bin ich eigentlich auch schon sehr, sehr froh, dass Cameron mitgekommen ist. Oh, Isla möchte, dass ich zu ihr komme. Wen rufst du an? Deine Schwester oder? Nein. Oh Gott, deine Mutter kommt doch nicht zu dir. Okay. Ja, wie wäre es denn, wenn ihr zwei runtergeht, hier vor die Tür ist schönes Wetter und hier ein bisschen trainiert? Geht das eigentlich zu zweit? Herausforderung? Kannst du Cameron? Ja, perfekt. Dann forderst du Cameron einfach mal zum Basketballspielen heraus. Und Alice hat schon wieder keine Lust mehr. Es tut mir leid, Süße, aber du musst. Hier, ich erlaube dir ein Kraftnickerchen. Und dann bitte, bitte, bitte weiter lernen. Wir möchten unbedingt die Beförderung, denn das möchte ich noch erledigen, bevor es weitergeht mit der dritten Generation. Und jetzt ist sie auch schon raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach so, den Napf füllt sie erst später. Dann werde ich das Alice noch auftragen, bevor sie hier lernt. Denn der arme Bu wartet immer noch. Schüssel füllen, genau. Ach nee, was mache ich denn hier? Ich fülle immer die Schüssel, aber ich muss dieses Teil hier füllen. Genau, so, jetzt ist es richtig. Und dann lernst du ein bisschen weiter. So, Alice, Süße, wo bist du? Ihr seid hier draußen am Spiel. Cameron, wo bist du? Cameron ist weg. Hallo? Wo ist er denn hin? Der Ethan liegt hier auf dem Boden. Cameron? Wo rennst denn du jetzt hin? Okay, wir haben Cameron verloren. Wo ist der hin? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich bin mal kurz auf der Suche nach Cameron. Tja, kein Plan. Cameron ist verschwunden. Dann laden wir den jetzt einfach mal. Ach, hier ist er doch. Oh Mann, ich bin blind. Da sitzt er doch. Und ich glaube, der ist geschminkt, oder? Irre ich mich? Ich glaube nicht. Er ist ganz, ganz tolle geschminkt hier. Die Augen sind sehr geschminkt, glaube ich. Okay, so geht's nicht. Wir werden es nicht sehen. Doch, hier. Hier sieht man, dass seine Augen geschminkt sind. Ach ja, wenn man den MCC falsch eingestellt hatte, dann kommt das dabei raus. Aber nun gut. Hier. Ein bisschen über Eltern beschweren. Cameron, Oberschüler, ja, du bist doch genau da auch, oder? Irre ich mich da? Fitness, oh, er sieht so aus, als würde er Fitness mögen. Immer gut darüber zu reden. Einfach so mal tun, als hätte man Ahnung davon. Kommt meist ganz gut kennenlernen. Ich lasse die beiden sich jetzt noch ein bisschen kennenlernen. Cameron kam ganz oft hier einfach vorbei mit Ayla nach der Schule. Fand ich irgendwie ganz toll und vielleicht, wer weiß, vielleicht wird was daraus. Mal gucken. Du bist heldenhaft. Wow, okay. Hier, das machen wir mal weg. Und du könntest auch hier mal diese Drachenfrucht einpflanzen und diese hier gießen. Geht das? Nein, die sind genug bewässert und die auch. Okay. Und danach werden wir einfach noch ein bisschen mit. Cameron hier weiter rumbelödeln, was auch immer. Die Pflanze Drachenfrucht konnte hier nicht eingepflanzt werden. Okidoki, dann werde ich dieses Kratzbaum-Dingsteil entfernen und vielleicht einfach hier in irgendein Zimmer reinpacken. Genau. Hier steht es doch auch gut. Was denkt ihr? Ich finde schon, so passt einfach in diesen Durcheinanderraum. Ich finde den Raum eigentlich recht toll. Er gefällt mir ganz gut. Auch wenn er so ein bisschen durcheinander ist, aber. Das ist halt Ava. Ava ist nicht die super ordentlichste, aufgeräumteste und wie auch immer. Okay, die zwei scheinen sich doch sehr zu verstehen. Das ist schön. Verrückt anfunkeln. So. Wie geht's eigentlich unserem Bu? Der ist am Mampfen, wie ihr sehen könnt. Nom, 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 nom. So, wie sieht's hier aus? Nein, bist du schon wieder ein Buch am Wegpacken hier? Kannst du noch mal Kraftnickerchen? Und dann springst du bitte unter die Dusche, kurze Dusche. Und dann geht's hier für dich bitte noch mal ans Logiklernen. Es tut mir leid, aber ich triez sie jetzt echt lange, bis sie es endlich geschafft hat.
Denn ich möchte diese Beförderung noch unbedingt, unbedingt haben. Was macht ihr zwei jetzt hier? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Nö, ne? Okay, er testet wohl Stühle. Hier ist irgendwas mit einem Stuhl passiert. Warum steht hier so ein Stuhl rum? Moment, den werde ich entfernen. Hä? Wo kommt denn der Stuhl her? Okay. Ja. Alles klar. Alles klar, alles klar. Na gut, macht, was ihr wollt. Hier, du wolltest die Drachenfrucht einpflanzen. Bin mal gespannt, ob wir das herrlich reich. Nein, das schaffen wir nicht. 80.000. Das wird eng. Das werden wir nicht schaffen. Aber ich möchte alles bloß Unkraut. Okay, Ava mag auch keine Gartenarbeit. Gut, du machst es trotzdem. Ich bin gemein, ich weiß. Was ist los? Du musst pinkeln. Ja, dann geh doch schnell auf Toilette. Okay. War das gerade Claudi? Ich glaube, das war Claudi, oder? Irre ich mich da? Das ging jetzt zu schnell. Ich habe das Bild nicht lange genug angeguckt. Aber ich glaube schon, dass das Claudi war. Irgendwie anders. Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe den MCC immer noch nicht im Griff. Dann kannst du hier nochmal staubsaugen. So, Cameron ist jetzt endgültig weg, oder? Ja. Ja, der ist weg. Na gut, damit kann ich leben. Vikal, möchtest du rein, seit Tim weg ist? Doch, jetzt klopfst du an, ne? Ja, Vikal, was möchtest du denn sagen? Ja, ich würde ja gern, aber Alice muss echt lernen. Sonst wird das hier kein Stück. Was? Sie kommt nicht mehr auf die Beine. Die Kapitalanlage von Alice kommt nicht mehr auf die Beine. Aber zum Glück konnte sie verkaufen, bevor sie alles verlor. Immer noch Okay. schön brav am Lernen. Okay. Und wir werden nochmal in Aktien investieren, denn ich möchte unbedingt, ja, dass das irgendwie geht. Weil ich hoffe, dass sie dadurch halt nochmal mega viel Geld bekommt. Ich habe immer 2.000 investiert. Vielleicht muss ich mal 5.000 investieren. Mal gucken, was dabei so rumspringt, ne? Was machst du jetzt? Du räumst weiter auf, okay. Wie sieht es hier im Bad aus? Die Wollmaus ist weg. So, also ich muss sagen, hier haben wir doch soweit wieder alles im Griff. Ich denke, noch ein ganz bisschen Schmutz liegt auf dem Boden. Den könnte man jetzt noch irgendwie wegsaugen. Und Alice hat die Investition getätigt. Jetzt muss sie nur noch auf das Ergebnis warten. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Und was hast du? Du musst Pipi und Hunger und müde. Okay. Dann geh erstmal auf Toilette. Und mal gucken, vielleicht kocht die süße Ava ja was. Abendessen servieren. Was soll sie machen? Onigiri wäre doch was. Genau. Kann sie uns ein paar. Sind das Sushi? Ich glaube schon. Kann sie das mal machen? Mal gucken, wie es ausschaut, ob sie das hinkriegt. Denn sie hat auch Hunger und sie braucht Spaß ganz dringend. Und Schlaf. Ja, da sind sie eigentlich alle. Alice, was tust du denn da auf Toilette? Mit wem telefonierst du denn? Mit einem Freund. Okay, ja, ich telefoniere auch immer auf dem Klo. Nein, tue ich nicht. Das war ein Scherz. So, jetzt ist der Boden aber sauber, ne? Ja. Oh Gott, nee, das wäre ja Horror pur, auf der Toilette sitzen und dann mit jemandem telefonieren während dem Pinkeln und so. Nein, nein, nein. Einfach nein. David ruft an. Och, schön. Du hast mit David telefoniert. Oh, das ist süß. Ach, David wird, naja, vermutlich auch bald von uns gehen, ne? Ganz viele sind hier wieder gealtert. Und wie weit bist du? Nein, du gehst jetzt noch nicht schlafen. Du kommst jetzt hier hin. Du setzt dich hier auf den Stuhl. Und du wirst ein bisschen mit deiner Tochter reden. Hier, das geht doch. Wow, das sieht ja richtig lecker aus. Ausgezeichnet. Ava, jetzt läuft sogar mir das Wasser im Munde zusammen. Die sehen ja mega aus. Und du hast die super hingekriegt. Wow. Da kannst du dich echt auf die Schulter klopfen. Kannst du dir echt auf die Schulter klopfen, wollte ich sagen. So. Ich hoffe, die schmecken auch super lecker. Natürlich schmecken die super lecker. Sie ist so eine hübsche. Ich finde sie so, so hübsch.
Diese Haare. Wunderschön. Warum guckst du immer an deiner Mama vorbei? Irgendwie sieht sie traurig aus, oder? Was sagt ihr? Ich finde sie ein bisschen traurig. Ach so, dann esst mal ein bisschen fertig. Ach, du redest mit Bu? Ah, okay. Könntest du trotzdem fertig essen? Wie sieht's mit dir aus? Beide sind fertig mit Essen. Ava hat hier noch die Theke geputzt. Alice hat die Teller abgeräumt und in die Spülmaschine gepackt, Leute. Es wird, es wird. Sie merkt irgendwie noch am Ende, was sie da so irgendwie falsch gemacht hat und was sie besser machen könnte. Gießt du jetzt etwa? Ehrlich? Obwohl dir Gartenarbeit keinen Spaß macht? Keinen Spaß macht? Okay, ja, gut. Naja, ich verabschiede mich hier von euch und danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder mit dabei seid. Und ja, ich sage hiermit Tschüss und ciao, ciao.